denke, das ist der Anstoß der Reformation, dahinter zu schauen und Dinge, die angeblich bestehen und unumstößlich sind, eben doch auch als einzelne Person verändern zu können. Das hat damals vor 500 Jahren das Weltbild von vielen, vielen ins Schwanken gebracht. Und letztlich ist es aber das, was wir ganz im Kleinen jeden Tag jetzt auch heutzutage immer wieder tun sollten. Und ich denke, das ist ganz wichtig, sich selber in diesem Fall auch als kleinen Reformatoren irgendwie zu sehen. Wenn man etwas sieht, was einem nicht gefällt, was ungerecht ist, was anderen Menschen zum Nachteil wird, zu sagen, das gefällt mir nicht, das geht nicht, schaut hin und schaut nicht weg. Wie wir mit Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, in der Not umgehen. Ich hoffe, dass sich der kleine Luther in mir nicht abnutzt über die Zeit und dass er nicht ansetzt und er zu bequem wird. Es fasziniert mich vor allen Dingen seine Art, Dinge rigoros in seinem Leben zu ändern. Das wird ja immer erzählt, dass es einen bestimmten Anlass gab. Ich glaube, ein Gewitter mit einem Blitzeinschlag, wo er dann gesagt hat, sozusagen, wenn ich verschont werde, dann werde ich Mönch. Ob das wirklich so gewesen ist, die Geschichte ist schön, die ist gut, aber sie zeigt vor allen Dingen, wie konsequent er gewesen sein muss. Ich glaube, so zwei Blitzeinschläge gab es jeweils bei der Geburt meiner Kinder, dass ich tatsächlich gemerkt habe, es gibt da irgendwie etwas und Gewalten, die ich nicht mehr beeinflussen kann und wo ich loslassen muss und es einfach ja auch in Gottes Hände gebe. Beide Male, glaube ich, hat mich das fürs spätere Leben verändert. Es ist eine größere Dankbarkeit da, es ist das Hören auf kleine, leisere Töne. Es lässt mich Dinge im Leben mit anderen Augen sehen. Das würde ich sagen, sind bisher die beiden größten Luther-Momente in meinem Leben gewesen. Es gibt mir zunächst eine innere Gelassenheit, nicht getrieben zu sein, sondern ein Stück vielleicht auch immer so ein bisschen zur Seite treten zu können, um sich Dinge erstmal anzuschauen, in dem guten Wissen, dass ich geborgen bin. Hört sich manchmal etwas kitschig an, ist aber ein tiefes Gefühl, was über die Jahre immer mehr gewachsen ist. Für mich ist es sehr wichtig, in meinem Leben zu spüren, dass ich von Gott geliebt werde. Also diese Verbindung, dass ich sehe, ich bin Teil eines großen Ganzen, werde angenommen und trotzdem auch als kleiner, einzelner Mensch betrachtet und kann dafür auch etwas zurückgeben. Das ist etwas, was mir selber sehr durchs Leben hilft. Und in schwierigen Situationen weiß ich, dass ich mich darauf auch beziehen kann und dass ich darauf vertrauen kann. Und so eine Art Gottvertrauen ist für mich ein ganz großes Geschenk im Leben. Wir sind jetzt keine fromme Familie in diesem Sinne, sondern wir sind, glaube ich, eine im Glauben stehende Familie. Es gibt eben immer wieder verschiedene Anknüpfungspunkte und dadurch ist das immer irgendwie so ein bisschen Thema, ob das nun bei mir ein Notruf Miriam ist, das ist ein Seelsorgetelefon, wo junge Mütter in Notsituationen anrufen können. Wenn ich zum Beispiel so einen 24-Stunden-Dienst habe, dann habe ich dieses Telefon neben mir liegen. Und wenn das nachts um drei klingelt, dann gehe ich da ran. Und dann hat natürlich die ganze Familie auch was davon, weil sie eben wach wird. Und das ist bei uns, das gehört zum normalen täglichen Leben dazu. Und es ist einfach so in der Familie Wulff irgendwie Gott immer dabei.